Thank you.
So really, thank you to NSPA and to Cognix to make it possible. But I also want to say in front of my team, if it's your team, my team, all our civil servants, really organizing everything with the army, a new team, and that's because your team is the greatest part of the German said, if we don't have them, we have to close a lot of borders in the north of the country. This would be impossible to clear through and all the north part for people coming from Germany to work, and they would have to come to the population. So we also decided to teach this in the service. But what I would tell now is not to be on TV, but when I see solidarity between the countries in Europe, it's not the best for the moment, to be honest. So when we can help out our partners. Weil heise Projekt, wo zusammen habe ich mit all den Servicen wirklich ganz, ganz gut funktioniert hat, wo man von 100 supplementär Betten mit Beatmung können dann organisieren. Wir wissen nicht, ob man in die Situation kommen, wo die Betten hier gebraucht werden, mit das wichtig. Hier auch zu antizipieren, anstatt zu reagieren, hier mit der NSPA, das ist die Prokurementsagence von der NATO, bannend 48 Stunden, das hat dann abgerichtet und ich so wirklich all den Beteiligten, merci. An der Message bleibt daheim als wichtig, weil die Leute, die hier arbeiten, geht auch um ihre Sicherheit. Und wir müssen alle zusammen evitieren, dass wir die Banker nicht mehr packen an diesen Strukturen wie hier. Merci für das Verstehst, Mensch. Sie ganz froh zu sehen, wie gut die Zusammenarbeit hier um Terra lebt. Das so, wie man durch die heutige Krise durchfährt, kommen sämtliche Akteure schaffen zusammen und man nach kurzer Zeit können, zusammen mit der Cargolux, zusammen mit der Defense, neue Strukturen organisieren, die als Wachwerte gehen, die als Zusatz besser können sichern. Das alles natürlich an der Hoffnung, dass man nicht darüber zurückgreifen muss. Wir sind bereit, wir sind am Gang, also so aufzustellen, dass wir wirklich nach Zusatzkapazitäten haben und die auch können packen. Ich wollte speziell natürlich der Cargolux der Armee und noch privaten Firmen, merci, so, die geholfen haben, dass wir das HRP gekriegt haben, vor allem muss ich so noch eine Menge Leute am Minister, die hier keine nicht geschafft haben, die letzte ich, für dass wir das heute noch bekriegt haben, für dass wir hier eine Reservekapazität von wirklich besser hinkriegen, die auch gut equipiert sind. Das weiß einfach, wie wichtig es ist, dass das solidarisch geschafft wird, dass wir wirklich zusammenhalten. Und das funktioniert im Moment richtig gut zwischen den einzelnen Administrationen, zwischen dem Privatsektor und dem öffentlichen Sektor. Und das ist das, was man braucht, um aus dem Ganzen herauszukommen. Good afternoon, my name is Peter Doman. I'm the General Manager of the NATO Support and Procurement Agency. First of all, I would convey my solidarity with the Luxembourgish people in this different time when they have to cope with the spread of the coronavirus. And I also would like to share my empathy with those families and friends who lost people. NSPA is offering here and erecting a capacity of 100 beds at the CHL hospital,
And I hope that that really contributes to the capacity to deal with the effects of the coronavirus here in Luxembourg. Our role is that we did the reconnaissance here on the site. We made the design here. We did the preparations for the transport. We coordinated the transport. And together with the Luxembourg Army, we will erect the facility here on the site. And after that, we have a small crew here who will do the maintenance here. 15 experts of NSPA are here on the spot, working closely together with the authorities here and with Luxembourg's army. Then if it comes to the material, I think everything is flying in. Last night, Cargolux, the first flight was landed, and there are five more flights coming in, and then all the equipment will be here. For the moment, it's going very, very well. Normally, it takes us 5 days to put this ready to move, and we did this in 24 hours. So I'm very proud of my staff who did this. But let me underline, and that's the most important thing, this was only possible due to the common efforts of many people here. It's not only the NSPA, it's also the Luxembourgish authorities, it's the army, it's Cargolux, it's the officials, it's the hotel. So really well done, and I'm very grateful for them. So in Luxembourgish terms, let's make it happen.